wenn ich solo mit einem neuen Hunter spiele, dann am liebsten mit einem, der Fanning, also Fächern hat. Dann kann ich als Hauptwaffe Long Ammo spielen und habe mit einem Single-Action-Revolver trotzdem eine sehr starke Nahkampfwaffe dabei. Einer meiner Favoriten ist da der Nagant Silencer. Hat mit Fächern eine absurde Feuerrate und ist darüber hinaus eben auch noch schallgedämpft. Und für Solo-Spieler ist das natürlich klasse. Seit neuestem spiele ich aber auch ganz gerne den Lemat-Revolver, denn der hat 9 Schuss. Und normalerweise sollten 2 Treffer reichen, also muss man da nicht so oft nachladen. Weil ich Solo aber dann doch ganz gerne leise spiele, habe ich als Primärwaffe die Winfield Silencer dabei. Die hat halt auf Distanz nicht allzu viel Bums, aber dafür ist sie eben schön leise. Mit dem Loadout ziehe ich also jetzt los und habe nicht nur Fanning, sondern auch noch Doktor dabei, kann mich also doppelt so viel heilen wie normalerweise und da kann ja eigentlich nichts schief gehen, oder? Jedenfalls knallt's gleich schon zu Beginn des Matches im Nachbar-Compound und da gehe ich doch mal vorbei. Oh, wow. Ne, das ist wirklich gar nicht weit weg. Das ist der Butcher. Der ist aber genauso... bringt genauso viel Geld wie die Spinne. Ne, das ist jetzt blöd. Krieg ich den leise weg? Ja gut, die hören das sowieso. Wenn ich mich nähere. Ist alles Fallen gespickt. Das trifft man aber auch so. Da liegt er. Einen noch. Nein, das ist eine Falle. Na ja, gut. Muss der jetzt sein. Au. Au, au. Oh, ich komme schon wieder her. Ja gut, aber jetzt bin ich drin, jetzt muss ich es auch durchziehen. Oh, komm, mach fertig. Komm, mach fertig. Komm, durch da. Ja gut. Oh, da ist er direkt. Da ist er direkt. Nein. Lass mich. Hohoho. Da sehe ich noch sein Gesicht. Stellen die Fallen wieder auf. Ja, alle Fallen. Gibt's Ausgänge? Ja. Hier reinzukommen wird jetzt schwer. Haben sie mich da wirklich raus vertrieben? Einer ist noch im Matsch unterwegs. Oder? Jetzt muss ich aber hier weg.
wenn die sehen, dass hier nur einer ist. Kommen die garantiert. Ja, das sind, ist jetzt erstmal so Blind-Gefeiere. Oh, vielleicht auch nicht. Ich bin ja weit genug hinten. Oh, für sichern wäre so nice. Kann ich alles haben. Oh, Geld. Oh, die haben auch Geld gefunden. Ob sie das beeindruckt, wenn da Gift ist. Ich schätze mal nicht. Gone King. Die hätte ich natürlich gerne. Fenster, Obacht. Was denn jetzt rushen? Gib mir die. Mal alles leer ist. Ich glaube, es hat aber ein bisschen Schiss. Ja. Sind dann mir doch einfach an. Ich mache das auch. Hat das schon was Großkalibriges. Und ich muss wieder 3 Stunden Waffen nachladen. Und natürlich den Fehler macht hier vorbei. Trifft mich leider sehr gut dadurch. Ist da oben auf dem Dach. Nein! Das ist doch nicht zu fassen! Boah, ich war mir so sicher, dass ich das Ding in der Tasche habe und dann packt er plötzlich da die Matrix-Moves aus. Konnte ja nicht wissen, dass er The One ist, aber gut, gewonnen hat er auf jeden Fall. Dass 2 Treffer mit der LeMat nicht immer reichen, haben wir jetzt auch geklärt. Deshalb bin ich jetzt mit einem anderen Loadout unterwegs. Und zwar mit der Winfield Swift mit Levering, das ist jetzt quasi meine Nahkampfwaffe, weil die ja auch wahnsinnig schnell schießt, und einem Uppercut-Revolver, der dann für die Distanzschüsse zuständig ist. Also ähnliches Loadout wie im Match zuvor, aber genau andersrum. An dieser Stelle im Match weiß ich schon, wo der Boss ist, und ich habe auch schon an 2 anderen Ecken der Match-Schießereien gehört, gehe also mal davon aus, dass 4 Duos hier schon gerade beschäftigt sind, also bewege ich mich jetzt tatsächlich zum Boss, um den zu legen. Also das ist zumindest der Plan. Oh. Okay, das ging jetzt aber nicht auf mich. Okay. Und wer kämpft da auch noch? Ah. Ein bisschen Glück kommt da gleich einer rübergelaufen, genau.
dann muss ich ihn hier halt nur auch noch treffen. Cool wär's, wenn er oben, er läuft oben über den Steg und unten, er schleicht sogar. Er schleicht, weil da die Enten sind. Schlich, weil da die Enten sind. Die Enten sind jetzt nur noch da. Wird er sich so schnell nicht rantrauen. Ich glaube nicht, dass er das hören kann. Ja, man weiß es nicht. Manchmal sind die Leute halt wirklich verrückt, wie schnell die den Revive versuchen. Aber der liegt halt wirklich mitten auf dem Präsentierteller. Ich würde also hoffen, dass der noch ein bisschen Pause machen will. Ich schätze, sobald er aufsteht, hätten wir es. Gehen dann aber auch die Enten steil. Das heißt, ich lasse den da jetzt mal ein bisschen hocken. Fangen wir mal mit dem Boss an. Das ganze Gelump hier stehen zu lassen. Ich habe ja eine Sticky und Gift. Sollte also vergleichsweise schnell gehen. Außerdem noch Konzertina. Okay. Auch bloß gestorben. Schnell da rein, da liegt Geld, aber. Reinspringt, dass er da reinspringt. So, muss mich kurz nochmal hier hinstellen, dass er auch wirklich Bock auf mich hat. Ja, bleib ruhig ein bisschen auf mich stehen. Danke. Den lasse ich jetzt erstmal liegen. Zur Not habe ich Serpent. Und schau noch mal, was mit den Typen da aus dem Norden ist. Hier das ganze Gesocks noch lebt. Na gut, die werden sich sagen, sollen wir schon zu unserem Ausgang kommen. Aber, achso, das werde ich womöglich tatsächlich, denn da weiß ich, da ist einer, der ist schon mal angeschossen. Ich dachte, hier sind schöne Verstecke. Geht so. Seven wäre auch machbar. Das ist doch die Lemat von vorhin. Oh ja, runter. Ah, fuck. Mal arrangieren.
bin ich hier unten durch? Nee. Okay, der White Shirt war der, der schon mal down war. Da, der hat sich auch in Armored gefangen. Ah, man, shit. Okay, der Armored ist down. Da huscht er. Ah, jetzt holt er vielleicht sein Mate. Jetzt holt er sein Mate. Den ich leider nicht sehen kann. Ach, da sind die Enten. Okay, da ist der Mate. Hä? Nein! Da! Hinten springt er weg. Upsi! Jetzt wird's hier duster. Okay, White Shirt. White Shirt hat eine Springfield. Shit! Ja, das habe ich verkackt jetzt. Hä? Was denken wir denn, wo ich bin? Der White Shirt. Da ist der Sheriff. Da geht er hin. Ah, nicht klettern. So, wo ist er hingeflogen? Ach, da. Springfield, ja. So, jetzt ist halt doch die Frage: Komme ich wohl noch an meinen Boss ran? Das haben die doch gehört. Das ganze Debakel. Jetzt ist aber die Hoffnung, dass zumindest der Weg nach hier oben frei wird. Frei ist. Oh, nice. Gut, jetzt habe ich nichts für einen Nahkampf. Oh, Last Resort. Ja gut, aber ich brauche die Uppercut. Ja, wenn sie gleich noch da liegt, nehme ich sie vielleicht mit. Denn die Last Resort ist ja diese legendäre Lematte, die man nur kriegt, wenn man alle Trials voll durchgerockt hat. Das heißt, das war kein Anfänger. Möchte man meinen. So, und jetzt wüsste ich gerne, hat sich da wohl schon einer an meine Bounty herangetraut. Das Gute ist, ich muss halt jetzt nicht reinlaufen. Ich kann sie halt von draußen snacken. Serpentieren. Aber man hört es mir vielleicht nicht an. Ich bin sehr aufgeregt jetzt. Und wie gesagt, ich habe keine Nahkampfwaffe. Aber das Ganze da nicht rüberspringen. Das ganze Camp steht hier noch. Das wäre natürlich schön gewesen, um wahr zu sein. Hatte ich da was hingestellt? Machen wir das einfach so. Vorher noch ein bisschen
Munition mit. Sehr schön. Okay, hinten kommen welche. Komme ich aber noch rechtzeitig raus. Gut, wenn sie jetzt unten runter das Schießen anfangen. Ist das so eine Neustellung? Vielleicht haben sie auch einfach Schiss. Ich da aber nicht. Die hätten wohl eher gehofft, dass ich ihnen entgegenlaufe. So, nehme ich die Last Resort jetzt noch mit. Ja, komm. Oh! Okay. Die hat er sich, glaube ich, auch nicht selber freigespielt. Die ist komplett durch die Arschritze gezogen. Sieht jetzt zumindest aus. Das hier sieht aber gut aus. Itchitch! Traut sich jetzt auch noch ran, ist zum Glück schön weit weg. Kriege ich jetzt hier gerade epileptische Anfälle oder? Naja, jetzt kriegen die sich noch in die Haare. Wer auch immer. Ich bleib mal hier stehen. Das mal hier noch hin. Das sieht halt jeder, aber schadet noch nichts. Ja, nee, jetzt bin ich schon weg. Jetzt braucht er auch nicht mehr schießen. Ha! So, mal gucken, was die. Ja, also da muss ich wohl mal zwei Bloodbonds ausgeben. Aber die habe ich ja jetzt auch. Es können ja nicht immer 5-6 Kills sein, aber mal alleine einen Solo-Boss, Single-Boss machen und dann mit 3 Kills wieder rauskommen, das ist auch schön. Ich meine, rauskommen mit einer Bounty zählt immer als Sieg. Aber als Solo einmal mehr. Und spannend war es für mich auf jeden Fall. Ich hoffe für euch auch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Denn ihr seid die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.